Nicht dies, nicht das. Kommentar zum 245. Vers von Vivekachudamani. Shankara schreibt: Mit den Worten der Schrift nicht dies, nicht das wird die eingebildete Dualität in Bezug auf das Absolute verworfen. Unterstützt durch die Autorität der Schriften ist es nötig, durch Erkenntnis diese beiden Überlagerungen aufzulösen. Nicht dies, nicht dies. Immer wieder gilt es, sich bewusst zu machen, nicht dies ist wirklich, nicht jenes ist wirklich, nicht dies, nicht das. Im Universum gibt es Zeit, es vergeht. Du kannst sagen, neti, neti. Brahman ist unvergänglich. Brahman hat weder einen Anfang noch ein Ende. Oder auch, du spürst deinen Körper. Du kannst sagen, neti, neti, ich bin nicht der Körper. Ich bin das Bewusstsein hinter dem Körper. Dann kommen Gedanken. Du kannst sagen, neti, neti, ich bin nicht dies, nicht dies. Ich bin nicht die Gedanken. Ich bin das unsterbliche Selbst. Kommen Emotionen. Neti, neti, nicht dies, nicht dies. Ich bin derjenige, der die Emotionen hat. Ich bin nicht die Emotionen. Immer wieder kannst du dir das sagen. Dann kannst du sagen, iti, iti, ich bin unendliches Sein. Unendliches Bewusstsein, chit. Und unendliche Glückseligkeit, Ananda. Niti, niti, nicht begrenzt durch Körper und Psyche. Iti, iti, unendliches, ewiges Bewusstsein. Mache das immer wieder. Mach es besonders heute. Löse dich von Begrenzungen. Atta, jetzt. Tattvamasi, du bist das unsterbliche Selbst.